ist die Bestie tot. Ich sehe keinen Pfeil. Ein abscheuliches Gift hat ihn hingestreckt. Das war kein Jäger. Priya? Hier sind Zeichnungen. Ja, Pläne für... etwas? Nein, eher... Illustrationen. Wie eine Geschichte. Nicht dein Ernst? Ein Comic auf Pandora? Ich glaube, der Botaniker hat sie gezeichnet.
Weißt du schon, was du damit machen wirst? Immer wenn ich das glaube, ändere ich meinen Namen. Am Ende gebe ich es meiner Schwester. Damit ich es nicht tun.
Dieser Comicseite steht einfach Priya. Was? Dein Name. An den Rand gekritzelt. Komisch. Ich kenne den Kerl nicht. Ich bin mir ziemlich sicher. Auf einer der Comicseiten steht was geschrieben. Einsamkeitsstation. Es ist eins unserer Feldlabore. Oh, woher kennt der IDA-Kerl den Namen? Besorgniserregend. Hör mal her. Auf dieser Comicseite steht Divergenz. Sonst nichts. Divergenz? Was hat das zu bedeuten? Warte mal. Ich erinnere mich an den Kerl. Das ist ewig her. Monate. Er wollte die IDA verlassen. Also haben wir ihn zur Einsamkeitsstation geschickt. Und von dort dann zur Divergenzstation weitergeleitet. Schön weit weg. Ein guter Ort für Abtrünnige, um sich vor der IDA zu verstecken, bis wir sie holen. Also, habt ihr ihn schon abgeholt? Nein. Es kam was dazwischen. Als wir zur Divergenzstation kamen, war er nicht dort. Priya? Hier ist niemand.
Nur noch eine Comicseite. Es ist das Ende der Geschichte. Vater und Sohn sind wieder vereint. Ist das ein Happy End? Im Comic jedenfalls schon. Weißt du was? Vielleicht fand er einen Weg nach Hause. Ist in einem RDA-ISV zur Erde zurück. Ich wette, das ist es. Er könnte gerade zu Hause bei seinem Sohn sein. Ihm von dem Comic-Abenteuer erzählen, das er auf Pandora für ihn gemalt hat. Oder ein neues zeichnen. Hoffen wir es.